Am 29. Mai steht das Bitburger Pokalfinale für die Viktoria auf dem Programm. Gegner ist Alemannia Aachen. Doch vorher das. Laufen, laufen und noch einmal laufen. Nachdem die Meisterschaftssaison für die Kölner vorüber ist, setzte Olaf Jansen, der Coach der Kölner, erst einmal einen Laktattest an. Hat Jansen Sorgen um die Fitness der Höhenberger? Nein, es geht schon um die Trainingssteuerung für den Urlaub, der nach dem Endspiel in Bonn ansteht. Ja, das ist einfach eine Kontrolle, ja, eine Leistungsdiagnostik, um zu sehen, ja, wie fit die Jungs sind im Moment. Wir machen jetzt gegen Ende der Saison einen, einfach mal um zum Vergleich zu haben, wie das der Verlauf so innerhalb einer Saison ist. Und vor allen Dingen deswegen für die Trainingssteuerung im Urlaub. Das heißt, durch die exakten Werte sind wir halt in der Lage, jedem einzelnen Spieler genau auf ihn zugeschnitten sein Programm zu geben. Ne? Das ist sehr wichtig, weil ja, je besser und je fitter wir dann auch in die Vorbereitung starten, desto einfacher wird uns das fallen, je verletzungsunanfälliger ist man. Und deswegen sind wir heute hier. Und wie häufig stehen solche Tests auf dem Programm? Also wie jetzt am Ende der Saison, praktisch wir beginnen so die Vorbereitung mit dem Laktattest. Und nicht selten mache ich das nochmal im Winter. Das hängt dann davon ab, wie lang die Winterpause ist. Wie auch immer, noch wichtiger ist es, am Samstag den Pokal zu holen.